Ja, hallo Leute, und da sind wir wieder bei Let's Play Minecraft. Ja, ihr seht es schon auf dem Monitor. Es geht wieder weiter. So, in dieser Folge habe ich hier schon ein bisschen vorbereitet. Ich habe mal hier unten unseren uralten Bahnhof zerstört. Also mal alles abgebaut, soweit, bis auf hier noch ein paar Kabel und so, weil wir das alles umbauen werden. Ich baue ja offline immer ein bisschen weiter, überlege mir, was ich so an Sachen machen kann, noch zusätzlich. Und ich bin ja ein Typ, der nicht immer nur an einer Sache hängen bleibt, sondern 10, 20 Sachen gleichzeitig macht. So, wir müssen hier mal ein bisschen Platz machen. Wie ihr vielleicht schon gesehen habt, habe ich da nach rechts eine Spur ausgehöhlt. Also einfach mal durchgemeint. So. Hier nach hinten, also hier ist ja unser großer Tank, den ich letztens angesprochen habe. Da unten ist er, also wenn man hier runter geht, klaps, sind wir hier hinter den ganzen Tanks da. Und da ist der große, den ich da gebaut habe, wo ich gesagt habe, wo Biofuel reinkommt. Also mit den 2,4 Millionen. Millionen? Ja, 2,4 Millionen Liter. Beziehungsweise 2400 Eimer. Ja, okay. Deswegen war ich ein bisschen verwundert. So, hier haben wir irgendwie Stromkabel irgendwie im Weg. Dann hier oben haben wir auch Blight Energistik. Da müssen wir eine Abdeckung machen. Zwar habe ich hier oben bei unseren. Muss ich mal umstellen, dass ich nicht verschieße. Anfangs habe ich gesagt, dass jetzt unten automatisch Charcoal reinkommt. Nicht mehr Holz wie früher. Und wir produzieren jetzt Charcoal, was über das Applied Energistic System, das ich hinten angeschlossen habe, wieder in unser System gelangt. Früher haben wir ja hier vorne rausgezogen mit Redpower. Das habe ich natürlich abgeändert jetzt durch Applied Energistic. Man kann umschalten zwischen diesen zwei Sachen. Vorne über Redpower produzieren wir Strom. Hinten brauchen wir den Charcoal für unser Lokomotiv. Ja. Für unsere Lokomotive, weil die braucht ja Charcoal, damit sie fährt, oder Kohle oder sonst irgendein Brennstoff. Da ich das mit Charcoal betreibe, habe ich hier gesagt, nur machen wir mal hier einfach die Öfen zu Charcoalöfen, damit wir immer wieder genügend Charcoal haben. Gut, aber für was sind die Leitungen? Die Leitung. Dieser Tunnel hier, ganz einfach, hier wird unser neues Schienensystem langlaufen. Zwar zwei Schienen nebeneinander. Also hier eine Schiene und hier eine Schiene in diese Richtung und in diese Richtung. Das wird folgendermaßen sein. Einmal der Hinweg und einmal Zurückweg. Ich will das jetzt separat trennen. Oder ich weiß noch nicht, entweder wir machen zwei Züge parallel. Also auf der Schiene einer Hinretour, auf der Schiene einer Hinretour. Oder wir machen einen Kreislauf, dass er einmal im Kreis fährt. Da bin ich mir noch ziemlich unschlüssig. Mal gucken. Auf alle Fälle für der Tunnel. Etwas weiter hier. La 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 la. Und hier nach oben. Ich habe schon ein bisschen angefangen. Ich möchte das in diesem Style halten. Also die Stone Slabs. Und juckt die Nase. Also bekommen wir heute noch Besuch. Und hier unten, wo die Schienen drauf sind, will ich Stone Bricks haben. Und hier oben habe ich eine große Fläche. Die habe ich natürlich nicht per Hand gemacht, sondern mit dem Filler. Haben wir ja noch hier eine riesen Fläche gebaut. Hier kommt eine riesen Anlage her, wo wir verschiedenste Sachen dann reinmachen werden. Also hier kommt rein, was haben wir noch überlegt? Also die Biogasanlage kommt hier rein. Dann kommt noch eine Bildkraftanlage rein, die mit der Biogasanlage zusammenarbeitet. Also eigentlich die ich da hinten in das Häuschen bauen wollte. Okay, runtergefahren, aber keinen Schaden bekommen. Genau das kommt rein. Was kommt noch alles rein? So, ein paar Verarbeitungsschritte noch, wie zum Beispiel, keine Ahnung. Nee, muss ich mir also überlegen, was ich hier alles rein tue. Auf alle Fälle hier kommt einfach ein Verarbeitungshaus hin. So wie wieder da drüben, das große, wo alles mit der Pleite-Logistik verarbeitet wird, der ganze Stein und so. Kack. Ja, hier so ein Höhlenabgang, so nach unten. Da haben wir gedacht, oh, vielleicht fällt mir da irgendwas Interessantes ein. Den habe ich mal freigehalten hier. Vielleicht haben wir hier so eine kleine Treppe nach unten und einen Keller oder so. Mal gucken. Hier habe ich gedacht, hier gehen wir rauf. Dann geht es hier noch weiter schräg nach oben. Weil wir müssen ja hier dann auch ein komplettes Schienennetz machen. Dieses Haus wird komplett über das Schienennetz versorgt. Also
Ja, Energie stellen wir ja separat hierher durch eben die Biofuel-Masse, also Biofuel. Biofuel? Ja, Biofuel. Das produzieren wir hier. Werden wir auch hier einen kleinen Tank noch hinbauen, damit unsere Biogeneratoren hier laufen. Und der Rest wird nach Hause transportiert. Fehlt hier Biofuel, holen wir es von zu Hause über Schienensystem wieder zurück. Man hat alles schön steuern. Hier habe ich mir gedacht, werde ich dann eine Red Bower Frame aufstellen, die uns hier genau die ganzen Steine platziert. Rundherum, weil wir hier alles haben. Und auch diese Steine platziert, also vorne mit Blockbreaker bauen wir uns die Steine ab und hinten mit Deployer bauen wir uns die Steine, so wie wir sie haben wollen, wieder auf. Das zu dienen, das werden wir, ich glaube, mal nächste oder übernächste Folge angehen. Wir haben ja noch einige Vorbereitungen zu treffen, deswegen, das wird alles ein bisschen ein größeres Projekt. Ob wir jetzt hier, ich bin noch am Überlegen, welche Bandleitkabel hier unten brauchen werden. Ich glaube fast nicht, also machen wir es mal weg. Zumindest das, was hier auf dem Boden steht, alles. So, weg damit und da weg. Brauchen wir das noch? Ne, das ist dasselbe. Ich muss immer aufpassen, nicht, dass ich irgendwas abhaue, was wir eigentlich noch bräuchten. So, du weg, du weg. Nur keine Sorge, wir haben ja. Der Bahnhof hat ja hier oben, geht ja weiter. Das werden wir natürlich noch mit anknüpfen. Aber wir haben ja hier hinten ja unseren großen Bahnhof, den wir ja noch nicht mal angeschlossen haben. Also der hier uns eigentlich die Sachen abholt. Das habe ich auch den Grund noch nicht abgeholt gemacht, weil das Ganze ja dann später hinten unser Verarbeitungshaus hin soll, weil wir das ein wenig weiter verarbeiten. Zu was wir das genau alles verarbeiten können, weiß ich selbst noch nicht. Das kann man in Royal Jelly, kann man, ich glaube, nicht viel was machen. Ja, okay, Ambrosia können wir machen, also komplettes Heilen. Das ist gar nicht so schlecht. Das können wir daraus noch machen, ja. So, ja. Die Belling, die brauchen wir eh nicht. Was macht denn das? Sagt man gerade gar nichts. Ja, verpacken können wir es. Ja, was braucht. Aber die Ambrosia. Das können wir schon machen. Das ist eigentlich relativ gut. Wir haben ja jede Menge Royal Jelly. Honig. Ups, müssten wir halt auch hier hinliefern lassen. Die haben wir alle in unserem Zwischenlager auf unserer italienischen Insel. Also im Ausland haben wir die. Ja, italienische Insel, weil es einfach so ähnlich ausschaut wie Italien, der Stiefel da. Deswegen. Gut, ja, jetzt haben wir eigentlich viel geredet und gar nichts gemacht, ist mir aufgefallen. Aber auch egal, so habe ich mal alles erzählt, was ich in der Zwischenzeit so gemacht habe. Ja, habe ich da irgendwas gesucht oder? Keine Ahnung. Was fragt ihr mich? Hier haben wir noch eine Kiste. So, mir einiges reinhauen. Du kommst ja raus. Nee, doch, zu spät. Da, das hauen wir auch da rein. Fertig. So, die Frage ist, wir müssen hier mal Platz schaffen, damit wir hier eben reinfahren können. Und wir hier wirklich einen schönen großen, ja, hier wird sozusagen der Verladebahnhof für das Häuschen drüben. Also alles, was nach zur Verarbeitungsstelle geliefert wird, wird hier dann sozusagen hier unten verladen über Blight Energistic beziehungsweise über Pipes, also Logistik-Pipe will ich da auch mit einbauen, weil Logistik-Pipe hat den Vorteil, wir können Stückanzahl angeben, wie viel immer in einer Kiste sein soll, was bei Blight Energistic ja nicht so ganz einfach ist. Das ist auch möglich natürlich, aber nicht so ganz einfach. Was sind mit denen da? Weg damit. Braucht kein Mensch da. So, bist du noch übrig geblieben? Ach du meine Güte, wie das aussieht hier. Will mir unbedingt noch eine Mauer reinziehen oder irgendwas. Hier ist irgendein Lavaanschluss, den ich nicht fertiggestellt habe anscheinend. Die Lava geht zu den Geos. Wohin geht die Lava? Ah, zu den Magmatic Engines, oder? Genau, die habe ich schon ganz vergessen, ey. Dass wir das auch haben. Ah, hier ist die Schaltung, damit hier aktiviert ist. Gut, das passt auch. Wohin gehst du? Da kommt da.
Crafting? Hallo? Ach so. So, hier haben wir Werkzeug. Was ist denn da oben für ein Gerät? Was ist denn? Ah, Mittelvolt wahrscheinlich, schätze ich mal, ist das? Alpha und hier geht's ran auf Kompressor, Maserator. Ah, okay, das sind unsere automatische, Sch nicht Schmelzanlage, wie nennt man das? Ja, wo wir halt mit Logistik bei bestellen können. Das steht aber hier ziemlich im Weg, damit wir hier nicht die gleiche Höhe haben. Hier haben wir das Applied Energistics System nach unten. Was wir hier brauchen, ist irgendwo brauchen wir mal hier ein paar. Da schaut gut aus. Logistic Pipe. Müsste man hier irgendwo nach unten bekommen. Ich gehe mal da rauf und schau mal, ob wir hier irgendwo ein Logistic Pipe. Logistic Pipe haben wir hier. Dann geht es hier hinten. Wo gehen wir denn da durch? Mal gucken. Hier ist das Applied. Das Logistic Pipe müsste ja auch hier irgendwo runtergehen, oder? Da ist der Logistic Pipe. Das heißt, wir können eigentlich theoretisch hier nach unten fahren. Ja, das passt eh. Dann kommen wir genau direkt neben den Applied Logistic Lager raus. Das passt mir eigentlich sehr gut, wenn wir hier nach unten fahren. Stonebricks, hier wieder eine Mauer reparieren, was ich da kaputt gemacht habe. So. Passt. Dann können wir eigentlich hin auch zu machen. Keine Ahnung, warum das offen ist. Und wir gucken mal. Hier haben wir eigentlich nichts im Weg, wo das Logistik-Pipe andocken könnte. So, wir tauschen die zwei Pipe aus. Dann haben wir hier schon eine Basic-Pipe als Kreuzung für hier gerade nach unten. Das heißt, wir suchen mal nach Pipes. Stone-Pipes hört sich gut an. Haben wir keine Logistik? Scheint nicht so, ne? Okay. Dann, wir müssen ja Basic Logistic Pipe haben, oder? Leute, wie verarschen? Oder haben wir die in irgendeiner Kiste? Das kann ja nicht sein, dass wir keine Basic Logistic Pipe mehr haben. Automatik unten? Okay. Also ich schätze mal, wir haben es sicher irgendwo, nur kein Mensch weiß wo. Weil wir einfach zu viele Kisten haben. Und das, man merkt, es ist schon ziemlich groß, die ganze Welt, wie viel wir hier schon gebaut haben. Aber es wird immer mehr. Und ja, ich will noch nicht auf die 152 will ich nicht umsteigen, weil da gibt es ja ein paar Probleme mit Mods, Redbauer und so. Und da müsste ich die ganze Welt wieder anders bauen und so. Deswegen habe ich mich entschlossen, ich bleibe bei der schönen 147. Ja, in den neuen Versionen sind ein paar Sachen mehr, was man machen kann, aber ja, das geht hier auch relativ alles. Also braucht man nicht unbedingt. Wir haben kein Gold. Okay. Das ist natürlich. Dann werden wir uns gleich mal ins andere Lager bedienen müssen. Wo haben wir das Assembly Table? Der ist hier. Das brauchen wir. Die brauchen wir jetzt. Oh, da hätten wir eh noch 44. Also 44, 22. Aber trotzdem schmupsen wir jetzt mal schnell ins andere Lager. Die Query müssten ja beide eigentlich laufen. Also einmal die Frame Query und einmal die Nether, was wir aufgestellt haben. Momentan gerade anscheinend nicht. Wie kommt man da runter? Genau. Hier sieht man die Query aus dem Nether. Die produziert natürlich nur hauptsächlich Netherstein. Da läuft noch alles. Müssen wir auch immer ab und zu mal vorbeigucken. Ah, oder wir haben die ganzen Basic Pipes hier, weil ja hier, das kann natürlich auch sein. Hier drin. Da haben wir einige. Dann haben wir hier Provider Pipe, brauchen wir eigentlich nicht. Supplier werden wir brauchen. Sammeln hier noch alles. Golden Pipes. Ach, guck die Wand an, nehmen wir einfach mal alles mit. Kupfer können wir hier lassen, braucht kein Mensch. Bei Obsidian Pipe brauche ich auch nicht. Lieber hier die Stone Pipe. Kisten kommt immer gut an.
Haben wir Maschinen? Nö, haben wir eigentlich nicht. LV, ME, denken wir auch mal mitnehmen. Damit wir direkt bestellen können. So, wo geht's da jetzt raus da? Jetzt müsste die Quer wieder laufen, oder? Nee, noch nicht. Also es dauert immer ein bisschen, weil ich sie ja langsamer gestellt habe. So, mal gucken, was der Timer sagt. Oh, der sagt noch 12 Minuten. Gut, dann haben wir noch einiges an Zeit. Da ein bisschen alles auf Vordermann zu bringen. Da war wahrscheinlich irgendwas mal Sticky Reason. Ja, super, ich muss es hier rausnehmen, ne? So. Du kommst da rein, den Extraktor. So. Wir müssen aber ein bisschen schauen. Deserec. Energie der Sarek habe ich ja gemacht, weil. Ich habe die für einen Filler gebraucht, weil da hatten wir keine mehr. Aber egal, noch ist tiefer da. Wo war das Loch jetzt nach unten hier? Hier was. Na komm rauf hier. Wir müssen hier mal, ich will mal sagen, wir fangen hier mit Goldpipes an. Zweimal Goldpipes, damit die Items wirklich schnell rumflitzen. Stone müsste das sein, ja. Darüber wollte ich eigentlich nicht, du Futzpiepe. Hierüber auch nicht. Hier wollte ich hin, genau. Runter. So, und jetzt müssen wir eigentlich, ja. Die Frage ist, wie laufen die Schienen? Wir brauchen mal irgendwo ein paar Kisten, wo wir das Zeug von Inventar mal reinschmeißen. Machen wir mal eine Kiste mit Pipes. Können wir geht auch noch reinhauen. So. Die Kühlakt-Pipe können wir auch rein. Ist ja im Endeffekt auch eine Pipe, oder? So, was haben wir jetzt? Wir sind hier. Wir brauchen also eine Überladestation sozusagen. Sprich, wir brauchen mal Kisten. Kisten. Das nennt man Chest hier. Eisen oder Kupfer. Nehmen wir beides. So ein bisschen. Und jetzt ist die Frage. Wir brauchen hier Loader. Das heißt, zack. Mal kurz abstecken. Also hier Leerraum. Dann kommt hier Zugstrecke. Loader. Kiste. Leerraum. Kiste. Loader. Zugstrecke. Leerraum. Wird schon so passen. Ich habe da noch nicht so viel Plan, wie wir das wirklich gestalten werden, aber wir werden das schon irgendwie hinkriegen, hinbiegen. Gucken mal, ob wir Loader haben. Advanced Item Loader. Liquid Loader. Unloader. Die Unloader brauche ich nicht, die brauche Advanced Item Loader. Advanced Item Loader. Da brauchen wir aber einfach mal 4 Stück. Irgendwas scheint dir zu fehlen. Und zwar es fehlt denen gar nicht. Bitte mich verarschen. Advanced Item Loader, so, okay. Funktioniert doch. Advanced Item Unloader, machen wir mal 3 Stück. Die werden wir natürlich auch brauchen. Wir müssen ja auch wieder die Rohstoffe in unser Pleite-Logistiklager reinkriegen. So, die Unloader hat er aber jetzt nicht gecraftet. Ihnen fehlt String. Oh, was ist mit dir los? Okay, wie bekommen wir jetzt Strings? Bekommen wir mit Vulcard, Maserator. Haben wir sowas wie ein Vulcard? Wolle. Vulcard haben wir. Die Wolle haben wir auch. Gut, dann machen wir das schnell mal. So. Okay, das Vulcard ist weg.
egal, aber wir haben auf alle Fälle das Ding wieder. Advanced. Hat er noch nicht? Fehlt ihn jetzt noch? String, du hast String. Also mach mal weiter hier. Komm, hopp, hopp, hin, hinne. Es braucht immer eine Zeit lang, bis das aktualisiert wird. Okay, egal. Wir haben schon mal die Advanced Loader. Ich sag mal, wir müssen hier aufpassen. Wir bauen hier. Müssen wir überlegen. Wir müssen hier ein bisschen gucken. Brauchen hier. Hier könnten ja theoretisch Kisten stehen. Das wäre ja egal. Nee. Hier die Kisten. Dann hier der Loader. Hier die Schienen. Dann eins frei. Dann die nächste Schiene. Dann eins frei. Dann kommt Schiene. Eins frei. Dann kommt Schiene. Loader und die Kisten gehören dann genau in die Wand rein. Warum ich das jetzt wirklich so mache, werdet ihr dann später merken. Ich habe da gerade den Gedankenblitz bekommen. So. Wir bauen uns da noch eins aus. Gerade eine gute Idee, was wir hier noch bauen können. Ach, wie weit ist denn das hier? So. Es wird hier fast ausgehen. Ja, es geht hier aus, dass wir hier entlang fahren. Also in der Folge haben wir nicht viel geschafft, aber viel gequafelt und überlegt. Ich muss ja immer in Hintergedanken überlegen, wie und was ich alles baue. Das ist nicht so einfach. Man kann ja nicht einfach drauf losbauen und ist ja halt erledigt. Man muss ja auch immer alles irgendwie bedenken und bedenken. Ja, egal. Hier nennen. So. Dann fangen wir an, am besten hier mal. Ja, das ist auch doof. Ne, wir machen das anders. Wir machen hier eine Kiste in die Richtung. So. Eins, zwei, frei. Dann hier eine. Eins, zwei, frei. Hier eine. Das heißt. Hier kommen die Loader hin, und zwar hier einer, hier einer, hier einer. Drei Stück sollten vorerst reichen. Dann brauchen wir Pipes. Und zwar brauchen wir Supplier Pipes, Provider, Supplier, die gehen, ich glaube links, rechts, Lapis. Ja, ah, ich bin gut. Ich bin gut, gut. Das heißt, wir brauchen Lapis, dann brauchen wir die Basic Logistic Pipe noch. Machen wir mal 10. Dann bauen wir unsere Hand mit Crafting Table. Zack. 7. Haben wir 10 Stück Supplier Pipes. So und so. Kommt jeweils auf die Kiste drauf eine. So. Oder wir bauen das unterirdisch. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Unter uns ist ja eigentlich nichts mehr. Hier ist ja nur das. Hier oben könnte man aber schön. Ne, machen wir oben drauf. Da könnte man schön variieren, was man wirklich reintut in die Kisten. Und mal einfach einen besseren Überblick. Stone Pipes, dann ein paar Golden Pipes. So, hier überall eine Golden Pipe, damit das schnell geht. Stone. Ja, und hier haben wir das Problem, doch keine Golden Pipes. Hier müssen sogenannte Basic Logistic Pipe hin. Mal an jeder Kreuzung muss eine Basic Logistic Pipe sein, also an jeder D- oder X-Kreuzung. Ich tue hier auch gleich, weil wir werden jetzt hier nur erweitern. Aber es schaut so von OG mal Pi nicht so schlecht aus, ne? Und das muss jetzt hier angeschlossen werden. Geht sich das aus, wenn wir das so hinlegen? Verbindet sich da irgendwo? Ne. Zweimal. So, und in der Ecke noch eine. Weil das auch relativ ratzfatz hier gehen.
Und schon ist das angeschlossen. Man sieht es dadurch, dass es alles grün ist. Und wir können hier schon sagen, was in die Kisten rein soll. Wir können theoretisch auch die Kiste hier daneben stellen. Könnt ihr von beiden beziehen, aber das kann man ja noch immer machen. Deswegen habe ich es ja extra so gebaut, weil man könnte theoretisch jetzt noch eine zweite Kiste hier hinstellen. Kann das besser variieren. Das brauchen wir aber momentan nicht. Wir brauchen Boarding Tracks und Schienen, beziehungsweise Booster Tracks. Wir müssen hier dann Schiene legen. Vor jedem kommt eine Boarding Track. Hier fahren wir in die Richtung. In der Mitte reicht eigentlich normale Schienen. Schaut schon mal gut aus. Hier vorne könnte. Nee. Das lassen wir besser so. Was sagt der Timer? Gut, wir haben noch 2 schöne Minuten gemeinsam, die wir verbringen können. Hier oben das Ableiter-Chisik kommt ja weg. Und wir bauen hier nochmal 1, 2 und dann hier 3. Ja, das machen wir so. Dann hier 1, hier 1. So, dass das etwas ähnlich aussieht, vor allem. So. Da kommt wieder 1 frei. Und dann machen wir 2 frei. Nee, dann machen wir das gleich hier nebenan. Hier kommt dasselbe nochmal in grün. Das ist für die zweite Strecke, weil ich habe gesagt, ich möchte dann 2 Strecken haben. Und hier kommt dann theoretisch dasselbe nochmal mit gut überlegen, entladen. Also wieder zack. Boardingstrecke, 1, 2. Boardingstrecke, 1, 2. Boardingstrecke, 1, 2. Warum hier in der Mitte auch 2? Weil ab und zu werden wir den Zug mal nicht hier vorbeileiten, damit er entladet, sondern wir werden ihn vielleicht auch mal irgendwo anders hinleiten, wo er nicht entladet. Sprich, man könnte ihn dann hier einfach theoretisch einmal im Kreis leiten und wieder zurück, ohne dass er entladet, aus welchem Grund auch immer, man weiß es ja nicht. Vielleicht hat es einen Grund, warum man nicht entladen muss. Vielleicht detektieren wir, wenn er leer ist, soll er gleich hier entlang fahren oder führen wir diese Strecke vielleicht irgendwo anders hin? Mal gucken. Ich weiß selbst noch nicht, was wir mit der Strecke machen, aber eingebaut haben wir sie mal. Damit wir nicht immer entladen müssen. Es kann ja sein, dass wir irgendwas oder halt nicht laden in diesem, nicht entladen in diesem Fall. Wenn wir hier kommen, laden und in diesem Fall nicht entladen. Kann sein, dass wir zum Beispiel einmal den Zug nur eine Runde fahren, um zu entladen, also nichts rüberbringen, zur Verarbeitung, sondern nur Rohstoffe herbringen. Da braucht man natürlich nicht laden, weil man dort vielleicht keine Rohstoffe mehr braucht. Dann hat es keinen Sinn, wenn man den Zug auflädt, weil man kann es ja dort nicht entladen und würde nur unnötig Platz im Zug verbrauchen. Ich werde den Zug so bauen, dass ich das mit normalen Minecarts mache, also nicht so wie unten mit der Lokomotive, weil, ja, sagen Minecarts kann man einfach besser steuern und ja, ist einfach einfacher und man kann es viel besser steuern, wenn man jederzeit stoppen kann. Beim Zug müsste man abkühlen lassen und so weiter. Braucht man jede Menge Ressourcen, weil man ihn immer wieder am Laufen halten muss mit Wasser und was auch immer. Ist ja ganz egal. Wir machen es einfach so und Pasta. So, das kann man wieder wegtun. Hier, das war nur Demonstration. So und so. Dann schauen wir mal, ob unsere Anloader fertig sind. Advanced. Will der mich verarschen? Oder fehlt denen jetzt irgendwas anderes noch? Er hat noch immer Stringprobleme. Er hat 128 String, das wird ja alle Fälle rein. So, machen wir mal Shift abbrechen. Dann sagen wir Advanced Unload, haben wir gesagt, ne? Abladen, ja. Machen wir mal 2 Stück. Okay, jetzt macht das. Nochmal 2 Stück.
Okay, jetzt geht's. Komischerweise, da hat er wahrscheinlich irgendeinen Fehler gehabt. Und jetzt kommt dasselbe hier nochmal grün. So und so. Kisten haben wir gesagt, immer zur rechten, also eigentlich hier zur linken, aber machen wir hier auf die rechte, damit das einfach symmetrisch aussieht. Und schon hat man so einen kleinen wie nennt man das? Umschul, Umhost, Dingsbums, also Items hin und her transportieren. Bahnhof. Und ich finde das schon um einiges besser als der alte Bahnhof, wo man so vier Minecarts hat, die man immer wieder in den Kreis schickt. Gefällt mir das schon ein bisschen besser. Und ich denke mal, schlussendlich kommt das ja hier dann circa so, würde ich mal jetzt grob behaupten. Ich kann es nicht wirklich genau sagen. So, da ist die Mitte, genau. So circa, das heißt, der Zug fährt hier entlang, ladet auf, ladet hier ab. Nee, das ergibt ja keinen Sinn, dass er zuerst abladen, dann aufladen. Oder sind das jetzt. Na komm. Item Loader. Ja, dann müssen wir das umgekehrt machen. Hier die Loader weg. Der soll ja zuerst entladen und dann aufladen, logischerweise, ne? Ja, okay, wir können auch anders machen, dass der Zug hier entlang kommt und zuerst hier durchfährt. Nee, das geht auch nicht. Da müssen wir die umdrehen. Nee, das machen wir anders. Da kommt hier, bleibt die Ladestation, aber wir fahren einfach in die andere Richtung. Sprich, wir bauen die einfach um hier. So, so. Menno, warum baue ich immer eigentlich alles doppelt ab? Das heißt, wir fahren einfach in die Richtung. Wir kommen hier, laden alles ab, fahren hier entlang. Und hier wird wieder aufgeladen. Ich weiß nicht, warum ich da falsch gedacht habe. So. Ja, gleich die Steine auch noch weg, hast ja recht. Komm runter da mit dir. Bück dich. Gut, hier und so. Dann haben wir das soweit geklärt. Das heißt, wir kommen von letzter Seite, lalala, laden alles ab, laden hier wieder auf und fahren wieder zurück. Natürlich wird der Zug jetzt nicht hier in meinen Kreis fahren, sondern der Zug wird dann auch hier unser Kerosinöl bzw. Stil von oben nochmal befördern. Da kommt dann auch wahrscheinlich eine doppelte Leitung hochgelegt, also Zugleitung. Ich werde das jetzt das Zugsystem ein wenig ausbauen, also wirklich mindestens mit zwei Schienen, damit wir entweder separate Züge fahren können oder ein Zug die ganze Zeit den Kreis schickt. Da bin ich noch unschlüssig, wie wir das wirklich machen. Aber das sehen wir eh dann mit der Laufe der Zeit. Vorerst mal behalten wir das mit Kreis schicken. Bei, weil da könnten wir auch theoretisch mehrere Züge nacheinander la fahren lassen. Aber mal gucken. Ich werde hier jetzt, ja, das werde ich offline machen, damit ihr es gleich wisst. Fürs nächste Mal. Ja, ich werde gar nichts machen. Nee, ich werde schon was machen. Mir fällt da schon einiges ein. Hier kann ich zum Beispiel die Kiste nur anschließen, damit die gleich an der Bleistiftstick angeschlossen werden hier oben, damit das gleich alles ausgeleert wird. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Lasst euch überraschen, wie es weitergeht. Wie gesagt, kann sein, dass ich hier weitermache. Muss aber nicht sein, weil wie gesagt, ich mache immer verschiedene Projekte. Vielleicht machen wir auch wieder mit Mindjam oder wir fangen ein neues Projekt an. Mal gucken. Wir haben ja noch so viel offen, was wir überhaupt machen müssten. Fertig machen. Wir haben ja eigentlich noch nicht viel fertiggestellt. Aber ich mache da einfach nicht immer eine Sache durchziehen, weil dann wird es einfach langweilig. Ich möchte immer ein bisschen Abwechslung haben. Dann wünsche ich euch viel Spaß und wir sehen uns in der nächsten Folge. Also, ciao Leute, bis dann. Macht's gut.